Hallo Aphobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und mir ist heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist Hochsommer. Also liegt jetzt nicht nur an diesen Spots hier, bei mir zu Hause ist auch Hochsommer. Es ist heiß und ich finde im Hochsommer ja vieles ziemlich anstrengend. Also schwere Sachen heben, so körperliche Anstrengungen draußen und drinnen. Da gerate ich immer ins Schwitzen. Gut, ich bin auch gut isoliert. Aber Tipp von mir an euch, baut mal was aus Mini-Blocks. Mini-Blocks sind kleine Steine, die sind nicht so schwer, es ist nicht so anstrengend, die zu heben. Die Sets sind auch klein und sie sind, was die Teilezahl angeht, auch echt noch mal günstiger als die größeren Sets. Klar, ist weniger Material, da kriegt man mehr Teile fürs Geld. Und weil wir uns das hier gedacht haben, haben wir uns überlegt, Mensch, machen wir doch mal eine Sommer-Special-Aktion daraus. Über 60 Mini-Block-Sets von Lotz und von Sembo, dieses Wonder Moon hier ist eine Marke von Sembo, sind im Preis reduziert. Ab jetzt, jawohl, online und offline. Und zwar nicht gerade wenig, sondern um 30% reduziert. Und da sind echte Highlights dabei. Also mit Highlights meine ich Sets, von denen ich als Leiter des Einkaufs sage, was, wieso reduzieren? Die verkaufen sich doch so schon echt gut. Ich sag nur, das Baumhaus, jawohl, das Märchenhaus mit einer Dame und einer älteren Dame und einem Apfel und ein paar Zwergen. Keine Ahnung, was das für ein Märchen sein soll. Die Hochzeitskapelle und so weiter, alle im Preis reduziert. Schaut bei uns auf der Webseite vorbei, da ist ein Banner, kann man draufklicken. Klicken, dann seht ihr alle im Preis reduzierten Artikel. Und das gilt auch für die Stores. Also wenn ihr in einen unserer Stores geht, gibt es ja mittlerweile über 20. Ne? Könnt ihr auch unten bei uns im Onlineshop schauen, wo bei euch in der Nähe einer ist. Auch da sind diese ausgewählten Sets, also diese plus die 50 anderen, im Preis um 30% gesenkt. Gucken wir doch noch mal kurz, aus was für Mini-Block-Sets das so sein können. Beispielsweise hier solche Sets der Ancient Street, die man hier so auch aneinander stellen kann. Das ist so ein schöner kleiner Straßenzug. Habe ich hier noch so eins? Ja, genau. Die beiden beispielsweise passen ganz wunderbar zusammen. Dann habe ich hier ein etwas größeres Set. Das finde ich auch klasse mit dieser riesigen Biene, wo der Honig seitlich rausläuft. Sieht auch echt knuffig aus. Hat auch sowas von einer Fantasy-Welt oder Märchenwelt. Dann hier zwei Sets von Sembo, wie gesagt. Wonder Moon. Das ist eine Kaffeemaschine. Aber eine Kaffeemaschine, die man aufklappen kann. Und da drinnen ist der junge Mann, der hier so schön wach ist, nochmal in schlafend und müde, weil er noch keinen Kaffee hatte. Hat also ein kleines Geheimnis innen drin. Könnt ihr euch auf den Detailbildern bei uns im Shop anschauen. Und hier ist es genauso. Das ist eine Kamera, aber auch im Inneren der Kamera ist die junge Frau nochmal in Hunde müde. Oder sie schläft sogar noch. Was haben wir hier noch? Oh ja. Das Tiny Cabin House. Auch klasse. Solche Sets haben wir auch aus großen normalen Steinen, aber das ist eine Mini-Blocks-Version. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es innen auch eingerichtet. Schaut euch die Detailbilder im Online-Shop an. Das hier ist auch eine ganze Serie, da haben wir mehrere Gebäude davon. Cathay Grand Theater, das sind Gebäude, wie sie irgendwo in China tatsächlich so stehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Shanghai. Auch coole Sets, farbenfroh, kleine modulare Gebäude für vergleichsweise wirklich kleines Geld bei Mini-Blocks. Das Märchenhaus spricht für sich. Gibt es ein Video dazu? Kann sein, dass Stefan und ich das gedreht hatten. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass ich da dabei saß. Ziemlich geil. Ich weiß noch, ah ja, der eine Zwerg hier, der hat tatsächlich ein Schlagzeug bei sich zu Hause stehen. Warum auch nicht? Es müssen ja nicht alle Edelsteine schleifen. Man kann ja auch mal ein Schlagzeuger sein. Ob diese schmiedeverliebten Zwerge dann Heavy Metal spielen? Ich weiß es nicht. Hochzeitskapelle.
Ich meine, das haben Micha und ich zusammen gedreht. Das war richtig romantisch, er und ich hier. Zum Aufklappen, innen toll eingerichtet, ist auch ein cooles Geschenk für ein Hochzeitspaar. Ich meine ja nur, sondern wird auch gerne geheiratet. Ja, das Baumhaus, da muss man eigentlich gar keine weiteren Worte zu verlieren. Nur, wenn es Herbst ist, könnt ihr das Blattwerk ändern. Es gibt eine Sommer- und eine Herbstversion. Hier sieht man es auch, 2 in 1. Sieht echt klasse aus und ist nicht ganz so groß, weil es ja aus Miniblocks besteht. Aber 4761 Teile. Und die hatten wir schon. Das sind wie gesagt nur Beispiele. Es gibt ja noch viel mehr Sets im Onlineshop, die alle reduziert sind. Schaut mal rein. Und solange der Vorrat reicht, das heißt die spannendsten Sets, gut, von denen haben wir auch hoffentlich eine gewisse Menge gerade da. Wenn nicht, habe ich einen Fehler gemacht. Aber wenn es weg ist, ist es weg. Also wartet nicht zu lange, falls euch ein Set wirklich interessiert. Und ja, was kann man noch sagen? Im Sommer trinkt viel, baut viel, beispielsweise Mini-Blocks, weil Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es noch mehr. Das war's für heute aus dem Noppenstein-Studio. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und noch einen schönen Sommer. Macht's gut. Ja, wenn ich jetzt noch meinen Mitarbeiterrabatt abziehe, uiuiui, ich habe das ja selbst noch nicht.